Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Planlos unterwegs auf Janarus in Daisy. Ich habe neue Anweisungen bekommen von meinem Bro Ragnar. Der hätte gern, dass ich nach NNO, also Nord-Nordost, jetzt dann weiterziehe. Also so Nordost so ungefähr. Ganz so genau wollen wir nicht ins Detail gehen. Ja. Und da ich ja gesagt habe, ich gehe dahin, wo mich der Würfel hinführt oder wo mir halt Leute in die Kommentare schreiben, wo ich hin soll, werde ich mich dahin jetzt auf den Weg machen. Dazu schauen wir erstmal auf den Kompass, dass wir ein bisschen orientiert sind. Der war auf der 5. Machen wir den mal auf. Na, open. Ah, hier ist er ja. Also, wir müssen ungefähr da so rüber. Gut. Machen wir den Kompass wieder zu. Und dann ziehen wir los. Da torkelt einer rum rechts von mir. Der hat sich wohl verlaufen, ne? Aber ich glaube, der bekommt mich eh nicht mit. An dieser Stelle möchte ich noch eins erwähnen. Mein Bro Ragnar und seine Frau, die Freya, bekommen wahrscheinlich jetzt gerade im Moment wirklich real life zum zweiten Mal Nachwuchs. Und ich möchte den beiden an dieser Stelle alles, alles Gute wünschen, dass alles gut funktioniert, dass alles reibungslos verläuft. Ey, und ich denke an euch. Und du kannst ja vielleicht irgendwann in 10, 15, 20 Jahren dem Nachwuchs mal zeigen, mit welchen altertümlichen Methoden wir damals Let's Plays aufgenommen haben. So, okay. Aber das nur hier so, na, am Rande. Ich ziehe jetzt weiter. Ich steck mal die Axt weg. Mit Daisy hatte ich die letzten ein, zwei Tage etwas Probleme. Ich wollte eigentlich Kirsten schon mit Marcel und Felix aufzeichnen. Felix hatte leider keine Zeit. Marcel durchaus, aber irgendwie hat es rumgebackt und rumgesponnen. Ja, heute sieht das Ganze wieder wesentlich besser aus. Naja, kann passieren. War ja vorhin auch ein kleines Update. Also aber wirklich ein Mini-Update. So 35 MB. Keine Ahnung. So, wo kommen wir denn hier hin? Nette Gegend. Mal einen kleinen Rundumblick starten. Oh, ich sehe so böse aus. Böse. Ich bin so böse. Kennt jemand Knorkator? Dann weiß er, was ich gerade gesungen habe. Also wie gesagt, die Reise geht nach Nord-Nordost, also zumindest Nordost, grob diese Richtung. Oh, als Aufgabe fällt mir gerade noch ein, hat mir Ragnar gestellt, dass ich ein Auto finden soll. Gut. Ich glaube nicht, dass ich hier ein Autoverleih finde. Könnte ein bisschen schwierig werden, das mit dem Auto.
Entweder, also man findet schon Autos, ja, aber dann fehlt entweder die Batterie oder die Zündkerze oder keine Ahnung, was auch immer, oder es ist kein Benzin drin. Ja, wie es halt so ist nach einer Apokalypse. Wie geht's uns denn eigentlich gesundheitlich so? Hydrated, energized. Habe ich noch was zum Trinken? Ich nehme mal einen Schluck aus der Pulle. So. Prost, mein Jung. Na gut. Für irgendwas wird schon gut sein. So, wo müssen wir hin? So. Nordost. Diese Richtung, wie ich zeige. Ja, steckt die Axt weg. Okay, weiter geht's. So ein kleiner Waldspaziergang hat doch was. Mal gespannt, wo ich rauskomme. Wie gesagt, ich gucke auch nicht auf die Karte. So nebenher mal ab und zu so, um meine Position zu lokalisieren. Nee, ich ziehe einfach drauf los. Gut, irgendwo da unten wird die Küste sein. Da bin ich ja auch mehr oder weniger jetzt vor ein paar Minuten losgezogen. Dann nähern wir uns einer Straße. Hab vorhin gar nicht aufgepasst, aber ich glaube, der Server, auf dem ich spiele, mache ich ja eh kein Geheimnis drauf. Ich habe nur die draus, habe nur die Aufnahme etwas später gestartet. Das ist der Daisy Vögel, nennt sich der Server. Finde ihn ganz gut. Immer ein bisschen was los. Und ich glaube, er war sogar auf Medium. Also Population. Ach, Bahngleise. Jo. Die sind mir ja wohl bekannt. Würde auch gern mal echten Spieler treffen, also einen freundlichen, der sich mir vielleicht anschließt. Aber mit Freundlichkeit ist, glaube ich, bei DC ist es da nicht so weit her.
Na, da hat's aber gerade ganz schön geleckt. So, was haben wir denn da hinten Schönes? Ein Ufer auf einem Ständer. Nehmen wir mal das Fernglas zur Hand. Ja, meine Nerven. Okay, ja. Würde uns etwas vom Weg abbringen, glaube ich zumindest. Schauen wir mal nach. Nordost. Wir laufen mal dahin. Genau dahin. Nehmen Sie runter die Axt. Voll über die freie Fläche. Aber was soll's? I'm friendly. Oh, jetzt leckt's schon wieder. Naja, gut. Hat es da irgendwie noch Häuser? Ansonsten, ja, ob ich jetzt hierhin gehe oder hierhin, das weicht nur geringfügig vom Kurs ab. Betrachten wir doch mal hier so dieses, was es auch immer sein soll. Wasserturm. Erregierter Penis. UFO auf einer Betonsäule. Keine Ahnung. Wenn ihr eine Idee habt, dann schreibt es mir einfach. So. Zumindest ist da ein ehemaliger Bauernhof, ein Gehöft. Da können wir vielleicht ein bisschen Vorräte auffrischen. Mal schauen. Ist mit Sicherheit der ein oder andere Zombie hier unterwegs. Die ehemaligen Farmbesitzer. Jetzt im Ruhestand sozusagen. Okay, hier schauen wir uns mal um. Ein Wind geht hier schon wieder. So, manchmal findet man hier sowas, wenn man etwas rechts und links des Weges blickt. Alkoholische Tinktur.
Das trinken wir lieber nicht, das macht blind. Ach, aber immerhin. Ja, komm. Mach sie auf, hau sie rein. Lass dir schmecken. Lecker Thunfisch. So, ein paar neue Schuhe, damaged, nö, dann bin ich doch mit meinen ganz zufrieden. Aha, ein Turm. So, aber hier mal schauen, ins sozusagen feudale Herrenhaus. Machen wir mal die Türen zu. Man kann nie wissen. Ach, und hier kommt er natürlich nicht ran. Ist jetzt aber auch nichts Weltbewegendes. Türchen zu, Türchen zu. Also bleibt nur noch das obere Stockwerk. Nichts. Niet. Nada. Ja, ganz toll. Und es hängt schon wieder leicht. Also ich habe so das Gefühl, dass es immer nach, keine Ahnung, 10 Minuten oder sowas hängen bleibt. So ein kleines Nachladedingens. Liegt es jetzt an meinem Rechner oder am Spiel? Ich kann es nicht so genau sagen. Aber ich hoffe, ihr entschuldigt das. Okay. Das war hier für die Katz. Nordosten, wir müssen in diese Richtung weiter. Wie sieht's aus? Soweit ganz gut. Okay. Also. Dann laufen wir mal noch ein Stückchen. Ja. Und dann denke ich mal, Ragnar wird ganz zufrieden sein. Das mit dem Auto hat bisher leider noch nicht funktioniert. War ja auch nirgendwo was. Ups, und ich will schon versuchen, also wenn ich auf dem Weg natürlich Teile finde, oder wenn ich in eine Stadt komme, werde ich mich umschauen, ob ich da ein Auto zusammenbasteln kann. Aber nach wie vor geht die Reise nach Nordost. Irgendwann können wir das Ganze, also falls ich so lange überlebe, natürlich auch erweitern, dass sie mir vielleicht kleine Aufgaben stellt. So wie Ragnar das ja mit dem Auto gemacht hat. Keine Ahnung, zum Beispiel, geh nicht über los, geh direkt in das Gefängnis oder so, oder begib dich in die Ortschaft. Kann man alles machen. Es muss halt nur machbar sein. Ich fände es zum Beispiel sehr entspannend, wenn mal jemand vorschlägt, ach, geh doch mal eine Runde angeln. Angeln hat auch was Beruhigendes. Nur wenn jemand jetzt schreiben würde, geh doch mal auf Wölfejagd. Ja. Das wäre dann mein Untergang. Hat vielleicht der ein oder andere ja auch gesehen bei Abenteuer des Schienenstrangs. Und ich wusste es schon.
Ich wusste es, als die Schienen durch diese Wolfsgebiete führen, das geht nicht gut. Nee, nee, nee. So, da vorne ist ein Hochsitz. Ein sehr guter Platz, um dann hier die Aufnahme auch gleich zu beenden. Ich bin ein gutes Stückchen weitergezogen. Nachdem es die letzten paar Tage ja überhaupt nicht funktioniert hat mit dem Aufnehmen. Und sorry nochmal an dieser Stelle, Marcel, tut mir echt leid wegen gestern. Hätte wirklich gern aufgenommen. Aber wir machen einfach einen neuen Zeitpunkt aus. Und dann kann vielleicht auch Felix wieder mitkommen. Und dann sind die drei Daisy-Tiere, also die drei Musketiere, Daisy-Tiere unterwegs. Aber hier schauen wir noch kurz hoch. Und am besten immer hinknien. Man kann ja nie wissen. So, was haben wir hier? Ein Rangefinder und ein Walkie-Talkie. Ja. Okay. Brauche ich nicht. Obwohl, das Walkie-Talkie nehme ich mal mit. Vielleicht kann man damit noch ein bisschen Blödsinn anstellen. Ist zwar damaged. Wie viel Platz brauchen das? Auch nur ein Plätzchen. Wenn ich das jetzt in die Hand nehme. Inspect. Ja, und jetzt? Hello, hello. Kann ich hier was machen damit? Hat einer eine Ahnung, wie das funktioniert, dann schreibt es mir bitte. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Also, weg damit. Dann sparen wir uns den Platz. So. Runter. Verzieren wir uns hier ein bisschen in die Büsche, dass wir nicht gar so auf freiem Feld rumstehen. Ja, hier zum Beispiel sieht doch ganz gut aus. Schau noch mal, wie es uns geht. Alles hervorragend. Okay, dann ja, bis bald bei Planlos unterwegs auf Janarus. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten gelabt euch wohl und demnächst ist ja bald Weihnachten. Ich wünsche euch eine schöne Bescherung, aber ich denke mal, vielleicht hören wir uns oder sehen uns vorher noch mal. Bis dann. Tschüss.